Islander, herzlich willkommen beim großen Love Island Quiz Gefragt, Geschleimt. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut vorbereitet. Ihr spielt heute Girls gegen Boys. Die Regeln: Hinter jeder Kachel lauert eine Frage. Je ein Junge und ein Mädel treten gegeneinander an und müssen eine Frage lösen. Ist die Frage richtig? Bleibt ihr verschont? Ist sie falsch? Kommt eine fette Schleimdusche. So, ich bin der Günther Jauch von RTL 2, meine Freunde. Wusstet ihr noch nicht? Jetzt wisst ihr. Checkt es gar nicht. Boah, ich bin bei sowas bin ich richtig schlecht, Allgemeinbildung. Echt? Wenn's, vielleicht sind es ja nur auf Island Fragen. Mein Intelligenzquotient? Schwierig, ich würde sagen 140. Nö, ist schon gut. Ich glaube, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Scheiße, Mann, ich will nicht kein Schleim. Boah, ihr braucht nachher eine Putzfrau. Islander, seid ihr bereit für das Spiel? Na klar! Ja. Janine versus Daryl. Let's go, let's go, let's go. Terminator. I want to see you slimy. So, ihr beide besprecht euch jetzt, welchen Emoji ich davon umdrehen soll. Müsst ein bisschen fachsimpeln jetzt. Nein, wir nehmen keinen Bizeps. Bizeps finde ich schon ganz gut. Einzelbizeps, Doppelbizeps. Wir nehmen Herz. Herz. Okay, Herz. So. Wie heißt die griechische Göttin der Liebe? Ihr schreibt halt jetzt auf euer Herz drauf und dann gucken wir gleich. Das hätte ich auch gewusst. Ist ja nun nicht so schwer, oder? Oh doch. Und Aphrodite natürlich. Und der Punkt geht an die Ladies. Yay! Jetzt wird es schleimig hier. Boah, ich krieg... Und der Schleim, bitte. Ja, sorry, unser Praktikant kommt frisch aus der Baumschule. So, ihr habt gesehen, Überraschungen bei RTL 2 gibt's immer. Matcht auf jeden Fall zu deiner Hose, der Schleim gefällt mir sehr gut. Danke, Thomas. So glitschig, also, ja, gefällt mir nicht so. Bah. Okay, weiter geht's. Was ist die chemische Formel für Wasser? Oh, jetzt geht's los hier. Boah. Komm. Wenn ihr das nicht wisst, Alter. Ich hab keine Ahnung, sorry. Ich hab's im Mund. Okay. Natürlich H2O. Der Punkt geht hier an die Ladies wieder. Janine ist die Beste. Da ist er doch. Der ist so süß. Okay, jetzt geht heiter weiter hier. So, ihr beiden. Enttäusch mich nicht. Lass anfangen. Okay. Ich sag die Biene. Die Biene, okay. Ich finde Leon ganz gut. Der hat eine gute Strategie hier. Die Biene. So, seid ihr bereit? Bitte nichts Schweres. Wie viele Beine hat eine Biene? Die hat einen Fühler. Wie viele? Das sind Fühler. Sind das die Fühler? Dann sind es zwei. Keine Ahnung, weiß ich jetzt so pauschal nicht. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Boah, okay. Da geht's natürlich ganz auseinander. Okay. Wir lösen auf. Am Ende sind es sechs. Sechs! Oh oh. Ich glaube, das wird schleimig. Ich gehe in Deckung. Das ist beinahe so viel Juice wie in der Private Suite. Wir haben uns für den Pfirsich entschieden. Den Pfirsich? Boah, mein Lieblings-Emoji. Oh, es wird kalt. Den Pfirsich. Oh nee. Welches ist laut Studie die erogenste Zone einer Frau? Ich weiß es. Was ist überhaupt erogen? Wo du angemacht wirst, was du schön findest. Sollte man auf jeden Fall wissen. Ach so. Weiß aber nicht jeder. Ich weiß das. Meine erogene Zone, weiß ich nicht. Ich würde sagen, der G-Punkt ist doch das, was am meisten stimuliert. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vagina. Alles andere würde mich auch wundern. Nacken und Hals natürlich. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich hätte natürlich auch Hals gesagt, aber... Es wird schleimig! Ah, wir nennen es erogenen Schleim. Der Leon, der genießt das hier richtig. Also Hals, ja, kann man ein bisschen drin rumlecken, aber ich finde das jetzt nicht so krass stimulierend. Guck mal, die meisten Frauen, wenn du hier so rangehst, kriegen immer Gänsehaut. Und werden immer, das findet ihr immer gut. Frag mich was, wo er sich noch so auskennt.
aber mir dann noch, ob ich das noch kosten werde. Ganz schön schleimig die Angelegenheit, aber hat Spaß gemacht. Willkommen zurück zu Gefragt Geschleimt. Hier kriegt jeder seinen fair gezapften Juice ab. Ihr Host ist Günther Jauch, verkleidet als Mike Heiter. Welcher Islander hatte in der ersten Love Island Staffel das bezauberndste Lächeln? Bro, das ist so einfach. So easy. Wenn jetzt eine Elena schreibt, schmeiß ich mich weg. Oh, Leute. Schau mal hin. Das ist ja. Also einmal Mike, ein bisschen falsch geschrieben. Alles egal. Und Elena Miras. Natürlich. Ganz bezaubernd war das Lächeln. Mich kriegst du hier nicht hops. Richtig ekelhaft. Welches dunkle Geheimnis wurde über Ricarda in Staffel 3 in der Love Island Zeitung gelüftet? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Ich weiß es nicht. Dann guck mal, überleg mal. Geh noch mal in dir. Ich hab keine Ahnung. Dass ich einen Freund hatte. Oder? Aber es ist kein dunkles Geheimnis. Das sieht jetzt nicht vielversprechend aus, was ihr hier aufgeschrieben habt. Kein Plan und eine Sonne. Wir lösen mal auf. Ich glaube, das sieht für beide schlecht aus. Oha. Junge, ich hätt's gewusst, ey. Mensch, das ist TV-Geschichte. Ich bin hier für einen Mann und das bist du. Ich kann euch nur sagen, es stimmt nicht. Aber warum ist das Geheimnis dunkel? Ja, hallo, wenn man bei einer Dating-Show ist und man hat einen Freund. Oder hast du auch eine Freundin da? Ja, das muss ich auch sagen. Ich will es gar nicht wissen. Wirklich nicht. Fabi und Alessa sammeln heute jedenfalls wertvolle gemeinsame Erfahrungen. Und jetzt Luca und Jenny. Weiter geht's. Ich nehme das Ei. Wie lautet der Satz des Pythagoras? Das ist offenbar der Satz mit X. Komm, das wisst ihr. So schwer ist das jetzt auch nicht. Ich kann sowas nicht. Ah. Zu Mathe haben wir damals gefehlt, oder wie war das? Oh, immer auf Toilette. Einmal ein X und einmal keine Ahnung. Sieht nicht vielversprechend aus, da eure Antwort. Oh mein Gott, nee! Ich weiß es. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, ist doch klar, logisch. Ja, kommt. Dafür habt ihr andere Stärken. Also hoffe ich. It is what it is. Rakete. Wofür steht die Abkürzung IQ? Ja. Intelligenz. Mein IQ? Ja, sozusagen der Body-Mass-Index vom Gehirn. Hm? Über 100. Also den haben wir auf jeden Fall angehoben hier in dieser Folge. Boah, Leute, ihr bestätigt wirklich jedes Vorurteil gegen diese Show. Danke. Echt. Bruder, die Abkürzung. IQ, die Abkürzung, das Wort davon. No comment. Jenny? Deine Ausrede? Ja, es war schon dezent peinlich. Uns geht ja gleich der Juice aus, Leute. Am Ende muss Leon halt was spenden. Oh. Efi und Hannes! Welches Couple war das erste, das bei Love Island Sex hatte? Kinder, das ist Basiswissen Biologie. Okay. Jan und Elena. Ja. Digga, ich dachte, du. Ich hab da eine Privatsession eingelegt dann. so ein Ding, ja, alles klar. Ich glaube, ich bin nicht dumm. Siehst du? Jetzt weiß der Hannes mal, wie seine Penispumpe sich immer fühlt. Was ist das? Ja.
Vervollständige das Sprichwort alte Liebe. Ich bin schon fast beide zu sagen, aber. Wir lösen mal auf. Rostet nicht, natürlich. Der größte Schleimer. Ich glaube, Hannes hat gut Schleim abbekommen. Kommen wir zur Krönung des Siegerteams beim großen Love Island Quiz gefragt, geschleimt. Gewonnen hat das Team. Welches? Mädels oder Jungs? Girls. Girls? Ach so, Girls. Wurden auf jeden Fall bekleckert. Aber nicht mit Ruhm. Danke, dass ihr beim großen Love Island Quiz eingeschaltet habt. Bleibt weiterhin dran und wir sehen uns.